Ja, ihr Lieben, ich bekomme in letzter Zeit immer so ein bisschen Nachrichten von euch und habe da gerade auch mal so ein bisschen reingeschaut. Und da kriege ich Nachrichten von Leuten, die sagen: Chris, kannst du mir sagen, was da los ist? WhatsApp geht nicht mehr, ich bin für 24 Stunden gesperrt. Kann ich euch ganz einfach sagen, was los ist, wenn ihr es selbst noch nicht in den Medien gelesen habt. Ja. Ihr seid einige der Leute, die Fremd-Apps nutzen, um ja, sich einen Vorteil zu erhaschen. Und ihr seid jetzt für 24 Stunden gesperrt. Und die einzige Möglichkeit, die ihr habt, ist, das abzuwarten. Und dann könnt ihr WhatsApp auch wieder nutzen für alle anderen, so wie ich. Ich nutze die handelsübliche Applikation und damit läuft es auch wunderbar. Nicht dieses WhatsApp Plus runterladen oder so ein Scheiß, braucht kein Mensch. Ja. WhatsApp übrigens als Browser-Version verfügbar, kein Spaß. Ja. Für iOS ist das Ganze noch nicht raus. Seitens Apples gibt es da wohl noch etwas Klärungsbedarf, aber ja, für die ersten Nutzer von Android, die können das Ganze schon nutzen. Ich verlinke euch gerne mal unter dem Video den Link zu WhatsApp legal im Browser. Eine interessante Sache. Ich freue mich darauf, wenn es soweit ist und es auch für iOS verfügbar sein wird. Aber eine schöne Neuerung. Kleiner Hinweis noch zu der Sache. Wird auch nur in Verbindung mit einem Smartphone funktionieren, denn ihr müsst so ein, ich weiß nicht, wie die heißen, QR-Code mit dem Smartphone abscannen, damit das funktioniert.